Wie dem auch sei, wir haben jetzt auf jeden Fall doch endlich mal den Mitgliedsausweis gekriegt. Wir haben sowieso über 500 Juwelen, Rubine. Und damit müssten wir doch jetzt endlich in der Lage... wartet, wir könnten ja sogar noch weitere Ringe schätzen, aber jetzt will ich endlich mal sehen... Yo, ich habe den Mitgliedsausweis. Pardon, mein Herr. Oh, eine Mitgliedskarte. Sie sind Mitglied. Ich bitte um Verzeihung. Bitte gehen Sie nach hinten durch. Yo, ich brauche eine Schatzkarte. Na bitte, ich brauche eine Schatzkarte. Schatzkarte, vielleicht nützt sie in den legendären Ruinen? Nur 200 Rubine, gut. Sehen Sie auf diese Karte. Blinkende Punkte verweisen auf Schätze. Du erhältst die Schatzkarte. Drücke Select, um dir Schätze anzeigen zu lassen. Gut, was ist das hier? Dieser Beutel fasst viele Kerne. Er kostet 300 Rubine. Och nö, das Ganze bloß für Arcanum-Kerne? Warte mal. Moment mal. Oh, ja nicht nur für Arcanum-Kerne, okay. Na, verdammt nochmal, die Schätze waren, sag's schon so nah? Naja, was soll's. Was soll's, dann waren die Schätze halt schon ziemlich nah gewesen. Aber bevor wir uns jetzt, sag mal, auf Schatzsuche begeben, muss ich jetzt einfach mal überprüfen, ob wir, sag mal, mit dem gefundenen Erz... Warte, das ist wieder mal der falsche Knopf gewesen. So, das gefundene Erz, blaues Erz. Wertvolles Metall. Aber das Blöde dabei ist jetzt natürlich... Na, ich gehe jetzt einfach wirklich mal davon aus, dass uns das Ganze noch nichts bringt. Und soll ich auch sagen, weshalb? Weil er sagt, der Schmied von zwei verschiedenen Erzen gesprochen hatte. Wie konnten wir eigentlich das hier übersehen? Hallo, ich will einen Schatz. Oh, Hüter der Essenzen. Ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Du erhältst den Rundjuwel. Das Rundjuwel, wenn ich bitten darf. Menschenskinder, so eins. Wo in drei Teufels-Bennys Namen war denn jetzt hier bitte schön ein Baumstumpf? Also es muss hier doch irgendwo jetzt einen Baumstamm gegeben haben. Okay, es muss hier irgendwo einen Baumstamm gegeben haben.
Es stellt sich jetzt bloß die Frage, wie weit können wir jetzt, die Jahreszeit des Winters ausbreiten? Tja, wie weit geht jetzt hier die Jahreszeit? Okay, das Wasser, das können wir nicht gebrauchen. Aber bis jetzt scheint das Ganze hier sich so ausgebreitet zu haben, wie ich es haben wollte. Ja, in der Tat. Gut, damit hätten wir dann jetzt also auch das Karo. In was für einer Welt ist das ein Karo? Das Viereckjuwel. Aber ernsthaft, in was für einer Welt soll das denn jetzt bitte schon ein Karo darstellen? Tja, wie dem auch sei, die versunkene Stadt ist jetzt unser nächstes Ziel. Naja, oder jedenfalls irgendwas dort oben. Und als hätte ich es jetzt nicht mal wieder geahnt. So, nehmen wir jetzt erstmal wieder den Stab der Jahreszeiten. So, welche Jahreszeit hatten wir denn jetzt eigentlich noch wieder gebraucht für die Ranken? Sommer? Keine Ahnung jetzt. Tja, erstmal wieder die ganzen Cheep-Cheeps erledigen. Und zum Glück war es, sagt der Sommer gewesen. Gut, wir müssen jetzt auch mal wieder eine Etage höher. Also brauchen wir jetzt erstmal an der Stelle mal wieder... Ah, was war das jetzt? Der Frühling? Brauchten wir jetzt den Frühling hier? Ja, wahrscheinlich war es der Frühling gewesen. Schwer zu sagen jetzt mit der Karte, aber ich glaube, das ist der richtige Weg wieder. Okay, das letzte Teil muss hier vergraben sein. Thank you.
Aha, ein geheimer Eingang. Eine geheime Unterwasserhöhle. Du erhältst den Pyramidenjuwel. Gut, gut, gut. Hilft uns weiter, sagt noch nicht allzu viel weiter mit der Pilzgeschichte, aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, den nächsten Dungeon in Angriff zu nehmen. Also, wo war jetzt, sagt noch, der Weg zu den Tarnruinen gewesen? Ach, Martha. Du dann also gleich schon wieder. Naja, die hat mir jetzt wenigstens ein paar... Warte mal, wo genau müssen wir jetzt hin? Das müssen wir, sag noch, herausfinden. Die Tarnruinen. Die waren doch irgendwo hier drüben, oder? Ja, in der Nähe des Spindelsumpfes doch. Da war doch hier irgendwo ein Eingang, oder? Ja, genau hier vorne. Also gut, hier. Das Viereckjuwel. Das Dreieckjuwel. Und das Kreisjuwel. Und unser Weg eröffnet sich jetzt, der sagt hier nun. Sieht irgendwie jetzt hier eigenartig aus. Aber ganz offensichtlich brauchen wir jetzt hier die Macht der Jahreszeiten. Nochmal, ich brauche meinen Boomerang. Welch eigenartige Ruinen mal wieder. Wir bräuchten anscheinend jetzt erstmal hier eine stärkere Waffe. Okay, jetzt sagt wieder die Kraft des Herbstes. Ja.
Wenn das Sack jetzt allerdings sowieso schon als Ruine zählt. Warte mal, das kann eigentlich noch nicht als Ruine so recht zählen. Nein, der richtige Dungeon, der fehlt der Sack jetzt noch. Das ist erstmal bloß eine Feenquelle. Könnte wiederum bedeuten, dass der Weg jetzt noch ein bisschen lang ist. Okay, ein Rätsel. Ein Rätsel der Jahreszeiten. Okay, das ist jetzt, sag doch, wieder mal ein bisschen lästig. Besonders, da uns jetzt das Schild fehlt. Oder brauchen wir für irgendwas jetzt, sagt, die Pilze? Tja, ist mir jetzt auch ein Rätsel und ich brauche einen neuen Schild. Aber für irgendwas, wie es aussieht, jetzt sag auch den Baum. Eigenartig, eigenartig. Tja, wir haben jetzt erstmal hier weitläufige Ruinen, aber... Irgendwie fehlt mir jetzt, sag hier mal wieder, irgendeine Information. Irgendeine Information fehlt mir jetzt hier mal wieder. Ja, die Ruinen sind weitläufig, das ist schon mal klar.
Aber mir ist jetzt noch nicht mal ansatzweise klar, wo genau wir jetzt hier hin müssten. Wir haben ja gesagt, so die nötigen Materialien jetzt hier eingesammelt. Aber sehr viel bringt, tut mir das Sack jetzt ja leider auch nichts. Abgesehen davon, dass wir jetzt erstmal den Schild wieder brauchen. Trotzdem, irgendetwas fehlt jetzt hier noch. Irgendeine besondere Info fehlt uns jetzt, hier noch, wie wir jetzt hier weiterkommen können. Wir führen Schatzkarten Horonenshop, okay. Okay, die Information hat uns jetzt ehrlich gesagt noch gefehlt. Genau die Information hat uns jetzt ehrlich gesagt hier noch gefehlt, dass wir natürlich ja die Pilze da noch haben. Okay, Infos. Okay, irgendwelche Infos wird der mir wohl geben. Ich höre ja schon auf, willst du ein Rad, solltest du in den Wäldern verloren gehen, gehe erst westlich, danach südlich, östlich und zuletzt nördlich. Sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Moment, nochmal. Westlich. Danach südlich, östlich und zuletzt nördlich. Sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Okay, ich brauchte erstmal Papier und Stift. Okay, westlich. Südlich. Östlich und danach nördlich. Und dann muss ich dafür sorgen, dass es immer wärmer wird. Okay, wenn wir damit mal anfangen wollen, dann brauchen wir jetzt schon den Winter. Nein, wir brauchen jetzt erstmal den Herbst.
Also gut, zu Anfang fangen wir Zersack an, wenn das Zersack jetzt stimmt, mit dem Winter. Und zuerst geht es Zersack nach Westen. Nach dem Winter folgt der Frühling. Und da am besten Zersack nach Süden. Dann als nächstes wollen wir in den Osten. Ja. Nein. Ah, wartet. Nein, wir müssen mit dem Herbst anfangen. Also zuerst brauchen wir den Herbst. Also zuerst nach Westen. Dann der Winter mit dem Süden. Der Frühling mit dem Osten. Müssen wir von der anderen Seite aus beginnen? Okay, wir müssen nach Westen gehen. Winter Süden. Frühling nach Osten. Aber das bringt doch jetzt, er sagt, wieder nichts. Wenn ich nach Osten gehe, dann bin ich ja, er sagt, immer wieder draußen. Ja, das bringt irgendwie jetzt nichts. Wir fangen es an mit dem Herbst. Machen weiter mit dem Winter. Und Osten ist der Sack hier, aber dann wiederum sind wir draußen. Wieso? Ich habe das doch alles genauso aufgeschrieben. Wir fangen an mit dem Herbst. Wir fangen an mit dem Herbst, dann gehe ich nach Westen. Es ist Winter, wir gehen in den Süden. Frühling, ich gehe nach Osten. Sommer, ich gehe nach Norden. Das ist jetzt für fehlerhafte Information. Westen ist auch in der Richtung hier. Thank you.
Also irgendwas stimmt jetzt nicht so ganz mit der Information. Wir sollen dafür sorgen, dass es natürlich immer wärmer wird. Ich verstehe das nicht. Das ist doch Westen hier, oder? Und dann sagte der doch. Andererseits ist jetzt der Sack vielleicht doch der fehlerhaft. Wir sollen es doch so machen, dass es immer. Wir sollen es eigentlich doch so machen, dass es immer wärmer wird. Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Mir fehlt irgendwie jetzt eine richtige Information wieder. Jetzt hier. Oh nein! Was hat er jetzt schon wieder mein Holzschild gefressen? Oh, das ist so bescheuert. Nur weil ich ja, sag mal, auf meine Notizen mal wieder geschaut habe. Das ergibt doch erst überhaupt keinen richtigen Sinn. Das Ganze ergibt doch erst aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn. Ja klar, und jetzt kriege ich ja, sagt noch nicht mal was. Toll, jetzt kriege ich noch nicht mehr Informationen, weil das verdammte Mistvieh mein Schild gefressen hat. Wie soll ich denn das jetzt, sagt, wieder hinkriegen?
Wie soll ich jetzt Zack beim besten Willen... Warte mal, können wir Zack auch Ringe verkaufen? Toll, das hätten wir mir auch mal ein bisschen früher sagen können. Okay, das Einzige, was ich jetzt versuchen könnte, wäre, vielleicht in Zaprosia einen neuen Schild zu kriegen. Verstehe das, er sagt nicht. Ich habe doch das Ganze genauso gemacht, wie natürlich der Octoling das wollte. Okay, falsche Seite wieder. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe doch das Ganze genauso gemacht, wie er es gemacht hat. Okay, wir können jetzt mehr Bomben tragen, das ist ja auch gut. Wir haben jetzt, den neuen Holzschild. Auch gut, aber... Irgendwie fehlen mir jetzt hier noch die richtigen Informationen. Wie blöd sich das auch wieder anhört, aber... Es kann doch beim besten Willen jetzt, nicht so sein, wie es eben war. Okay, wir gehen, wir teleportieren uns nochmal zum Spindelsumpf hin. Aber ich habe doch eigentlich wirklich genau das gemacht, was er gesagt hat. Wir enden, das Ganze, mit Herbst. Thank you.
Okay, das Teil ist auf jeden Fall ein Leune. Aber hilft mir jetzt... Hilft mir aber jetzt, sagt auch in keinster Weise weiter. Wir laden zwar jetzt unsere Lebenspunkte wieder auf. Aber das Ganze bringt mir einfach nichts. Ich fange Sakrüsterschnee irgendwie mit der falschen Jahreszeit an. Oder natürlich, sag auch... mit einer falschen Erklärung. Ich hasse das verdammt nochmal. So, nochmal, ich höre ja auf, willst du einen Rat, solltest du in den Wäldern verloren gehen? Geh erst westlich, danach südlich, östlich und zuletzt nördlich. Ich sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Aber wie ist das der Sack jetzt gemeint? Okay, das hilft mir, er sagt nicht weiter. Ich habe das ja, er sagt, doch schon so gemacht. Andererseits, mit welcher Jahreszeit sollten wir am besten beginnen, damit es wärmer wird? Da könnt ihr ja bloß sehr viel experimentieren, aber es würde mir am Ende, glaube ich, nichts bringen. Ja, sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Es war ein gut gemeinter Rat, doch ich krieg das irgendwie jetzt, er sagt, nicht so richtig hin. Wenn du in den Wäldern verloren gehst, sorge dafür, dass es immer wärmer wird. Naja, im Allgemeinen, der Herbst ist, er sagt, wärmer als der Winter. Ah, das war also jetzt, er sagt, so gemeint.
Toll, ich hab's jetzt begriffen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die jetzt hier besiegen soll. Oh, das war, sag nicht, notwendig.